Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Kurz zum Inhalt des Videos, bevor ich gleich ins Detail gehe. Es geht um den neuen Ingame-Teaser, ein fettes Hologramm, was am Treibstoffdepot aktiviert werden kann. Und um das Gerücht, dass der Forge aus dem Teaser-Trailer, der von Revenant hinterrücks abgestochen wurde, ein Klon war. Es gibt ein, zwei Details vom Forge aus dem Teaser-Trailer in seinem Gesicht, die vermuten lassen, dass das nicht der echte Forge war. Also die Hoffnung lebt wohl noch, dass der Forge vielleicht irgendwann doch kommt. Näheres gleich dazu. Ich möchte jetzt erstmal auf den Ingame-Teaser rund um das Hologramm von Hammond Robotics eingehen und wie sich das Treibstoffdepot in Season 4 ändern wird. Ihr kennt das sicherlich schon. Der ein oder andere von euch hat bestimmt die riesen Werbeschilder von Hammond Robotics. Blende ich euch hier auch mal ein. Gesehen. Ich möchte euch jetzt in einem kurzen Spot zeigen oder in einem Video, was ich aufgenommen habe, die einzelnen Schilder und das Hologramm, was quasi den gesamten Umbaubereich von Hammond Robotics rund um das Treibstoffdepot markiert. Das wird auf jeden Fall ein Riesenspot. Ich zeige euch jedes einzelne Schild davon. Das Hologramm gibt es jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder mit den Gerüchten rund um Forge und seinen Doppelgänger. So, Ladies and Gentlemen, ihr landet an diesem Spot. Ich zoome es mal ein bisschen ran, damit ihr genau wisst, wo ihr hin müsst. Und dann seht ihr hier dieses fette Hammond Robotics Schild. Ich zeige euch gleich auch noch rund um diesen Spot hier. In der Nähe vom Treibstoffdepot. Die einzelnen Schilder, die euch markieren, wo genau diese Map-Änderung stattfinden sollen. Dann geht ihr einfach diesen Weg hier lang. Ich hoffe, dass meine Teammates mich jetzt hier nicht stören. Und dann seht ihr hier dieses schöne oder diesen schönen Pfeiler. Den aktiviert ihr und zack, erscheint dort dieses mega fette Hammond Robotic Hologramm, was echt mega fett aussieht. Natürlich ist das jetzt nicht mega besonders, aber es ist trotzdem ein mega geiler Ingame-Teaser und ich zeige euch jetzt, das hält auch nicht lange, das Hologramm, wie man sieht, kann man aber immer und immer wieder einschalten. Ich zeige euch jetzt mal rund um den Spot, wir gehen zuerst hier lang, mal die einzelnen Schilderspots, damit ihr grob wisst, wo die alle sind. Und das erste ist gleich hier an der Seite. Bring the future home. Also wir können davon ausgehen, dass auf jeden Fall hier was richtig Fettes passieren wird. So, dann haben wir hier das nächste Schild. Der Ring ist um die Ecke und wir haben 30 Sekunden. Vielen Dank. Ach, hier ist schon das nächste Schild, okay. So, also ihr habt es gesehen, direkt daneben, rechts daneben ist das nächste Schild. Und das letzte Schild dürfte irgendwo hier hinten sein. Genau da oben. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich alle Schilder jetzt euch hier gezeigt habe, aber das wird das letzte Schild sein, ist zumindest meine Meinung. Falls doch eins fehlt, ist das jetzt nicht dramatisch für den Sinn des Videos, sollte das klar sein. Ich muss natürlich im letzten Spot noch einen Gegner. So, und hier seht ihr das letzte Schild. Auch wenn jetzt hier ein paar Gegner kommen, seht ihr hier das letzte Schild. Oder gibt es doch noch eins irgendwo, was ich nicht kenne? Nee, das war's. Genau. Das ist ein schöner Ring. Ich möchte jetzt das Gerücht aufgreifen, ob
der Forge aus dem Teaser-Trailer vielleicht ein Doppelgänger war. Es gibt da schon eine Menge Gerüchte im Netz, auch unter den letzten beiden Videos, die ich hochgeladen habe, gibt es einige Theorien, die auch sehr plausibel sein könnten, auch wenn es nicht der hundertprozentige Beweis ist. Ich möchte euch jetzt mal kurz etwas zeigen. Und zwar ist das hier das offizielle Bild vom Forge auf der EA-Seite und dort sind ja markante Züge aus seinem Gesicht zu sehen und in dem Teaser-Trailer sind zwei markante Punkte, die dem Bild absolut nicht ähnlich sind, und zwar sind das einmal seine Augen, sprich dieses Bild, rechts das Original, das sind seine Augen grün. Aus dem Teaser-Trailer seht ihr ganz, ganz deutlich, dass die Augen braun sind. Was aber noch viel markanter erscheint, ist seine von uns aus gesehen rechte Augenbraue. Auf dem rechten Bild seht ihr keine Narbe an seiner Augenbraue. Im Teaser-Trailer links das Bild ist eine fette Narbe zu sehen. Und da gibt es sehr, sehr viel Luft für Fantasie, für Fantasien, ob der Forge doch ein Klon war. Es gibt einige, die sich darüber ärgern, dass der Forge wohl nicht die neue Legende wird. Ich ärgere mich da ehrlich gesagt jetzt nicht so drüber. Ich bin eher pro Revenant. Ich habe mich so mega auf diesen Charakter gefreut. Auf jeden Fall lassen diese beiden Bilder sehr, sehr viel Luft für Fantasie, ob es vielleicht ein Doppelgänger war. Ich finde die Theorie richtig, richtig geil. Ich finde auch, dass Respawn sich eine Menge Mühe gibt, um so eine In-Game-Teaser so ein bisschen reinzuhauen. Genauso wie beim Krypto damals mit seiner Drohne in dem Labor in Season 2 von Wraith. Das fand ich auch sehr, sehr geil. Ich hoffe, dass das hier so weitergeht. Das soll es jetzt schon wieder gewesen sein. Lasst euch natürlich in den Kommentaren wie immer aus, was ihr A von der riesen Umbaumaßnahme rund um das Treibstoffdepot, was ihr davon haltet. Ich bin gespannt, wie es zum Schluss aussehen wird. Ich denke mal, dass das ein riesen, was weiß ich, Laborkomplex oder irgendwas wird oder ein Firmenkomplex. Und vor allem lasst euch aus rund um den Forge, was ihr von den Theorien haltet. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr geil. Im Endeffekt werden wir zum Start von Season 4 nächste Woche am 4. Februar schlauer sein. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Lasst wie immer einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr neu sein solltet. Und vor allem, wenn ihr nichts rund um Apex Legends verpassen wollt, was Informationsvideos, Tipps und Tricks und Livestreams betrifft, das war's von mir. Haut rein, ciao.